Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby Mouse Attack, Part Nummer 15. Ja, die Stimmung hat sich hier ziemlich geschwankt, also ziemlich schwankend hier in der Welt hier, wegen der Musik. Und ja, wir haben im letzten Part gegen Meta Knight gekämpft, haben auch unsere Schatztruhe wieder bekommen, oder eher gesagt, haben sie nicht bekommen, besser gesagt. Weil dann ist nämlich der Squeak Squad Anführer dazu gekommen, hat sie geöffnet und wurde von einem schwarzen Rauch umhüllt. Und ja, auch wenn es natürlich passiert ist, denkt Kirby nur an seinen Kuchen. Deswegen geht die Suche weiter. Und ich bin mal gespannt, ob ich das heute hier durchspielen werde. Je nachdem, wie ich mich halt anstellen werde, vor allem hier. Auf jeden Fall neue Musik hier. Die Musik ist schön. Ah, ein Zauberer, okay. Ich muss übrigens bei mir mal aufräumen. Ich habe nämlich so viel Zeug im Inventar. Warte mal, ich mische mal ein bisschen was. Ah, ich habe Schirm bekommen. Nimm mal Schirm. Yay! Du kommst hier nicht durch. Perfekte Verteidigung. Okay, Engel. Schönes Level, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Soll ich mal ein bisschen Platz machen, gell? Deswegen zeigen wir wieder auswerfen hier. Also hier wird es wieder interessant, was die Schatztruhen angeht, denke ich mal, weil das Level sieht mir so ein bisschen nach fast Final Level aus. So ein bisschen. Also auch im Hintergrund und allem. Aber bisher sieht es nicht so aus, ob ich irgendwas verpasst hätte, glaube ich. Okay, Bombe geblockt. Und da ist Wasser unten, okay. Also wenn wir hier mit Wasserblasen hier bedient. Oh, oder Fische springen aus dem Wasser raus. Warum sind aber so viele Gegner? Ja gut, klar, es soll ja auch irgendwo ein bisschen anspruchsvoller werden, aber ja, man merkt halt hier schon. Am besten nicht von allem treffen lassen, dann klappt das auch. Hier unten ist nichts. Okay, ist der Bock irgendwie besonders? Nö, der ist einfach nur da. Was halt das Spiel auf jeden Fall um einiges kürzer macht, ist halt, dass man nicht zu viel suchen muss, was versteckte Türen an sich angeht, also dass halt irgendwie im Hintergrund irgendwas versteckt ist. Sondern dass man halt wirklich nur auf die Umgebung achten muss und so Kleinigkeiten halt entdecken muss, die halt dann doch offensichtlich sind. Selbst die Eistür, die ich übersehen habe, ui, was ist denn hier los? Ich gehe unten rum. Jetzt hätte es aber mehr nach einem Level aus, wo ich einfach nur ans Ziel kommen muss, irgendwie. Na, Gordo, geh weg. Auch wenn ich mal einen Schirm habe. Schirm ist natürlich nicht unverwundbar. Okay, hier geht's dann nach oben. Geht's dann auch nach rechts, oder? Ne, geht nur nach oben. Ich meine, ich habe ja den Vorteil, dass ich den Schirm habe, aber... Nun. Eigentlich müsste ich jetzt jeden... Einfach mal gegen die Wand gedonnert hier. Mein Schirm. Den kriege ich nicht mehr. Ja, war klar. Das heißt, man hier irgendwie alle Blöcke wegmachen muss. Weil hier könnte ja überall auch irgendwie noch eine extra Tür oder sowas versteckt sein. Weg mit euch. Hier zum Beispiel, bei dem Block hier, können wir vorstellen. Ja, genau. Okay, Schalter mit Leben. Nur so, Schalter mit Leben? Ja, okay. Oh, hier schalt... Ist es jetzt Veräppelung oder was? Wenn ich in Mitte mache, geht links auf oder was, oder wie? Ah, ne, okay. Oh! Okay, verstehe. Ja, das ist ja gemein. Okay, gut, dann müssen wir nochmal rein. Oh, einfach mal den... Ja, weil wir sollten vielleicht eine Fähigkeit nehmen. Das Eis ist nervt mich gerade so ein bisschen. Ja, gut. Gar keine Fähigkeit, brauche ich nicht. Ninja, hau ab. Wenn man dann wirklich die Schatztruhe an einem vorbeifliegen sieht, sage ich mal, gell?
Also es ist so wirklich vorbeifliegen. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein hier. Ich merke es immer wieder. So. Da. Außerdem kommt man wieder größer vor, wenn ich mal so will. Vielleicht bilde ich mir so nur ein, weil ich gerade länger brauche, gell? Ich könnte vielleicht einfach mehr oben kleben, weil er gerade Luft hat. Okay. Was war da oben? Wenn ich hier nach unten gedrückt werde? Okay, da war nichts. Das war nur, damit hier was passiert, gell? In dem Sinne. Okay. Ja, das Level ist ein bisschen größer, da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Oh, stimmt ja. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich hier Luft habe, dann gehe ich automatisch nach oben. Ich wollte gerade abbremsen und dann geht es natürlich nicht. Ich brauche keine Fähigkeiten, ich verschenke die einfach alle. Oh, hier du. Dankeschön. Die darf man nicht einsaugen, die knutschen ja einen ab, haben wir ja schon gelernt. Deswegen muss ich gerade aufpassen. Ich glaube, es war auch der tiefere Witz dahinter, wenn man halt den Buddle, die haben wir den goldenen, dass er dann davonläuft. Okay, hier ist die Schatztruhe. Ich baue mir gerade einen Weg hier. Ja, das ist eigentlich die perfekte Taktik, oder? Ich bin weg, tschüss. Wenn man schon im Vorfeld arbeiten kann hier, gell? Okay, das heißt aber, nochmal reingehen und die eine Schatztruhe, die wir verpasst haben, einsammeln. Sollte natürlich kein Problem sein, weil wir haben ja gesehen, was passiert. Wir müssen einfach... Vor allem das Erste war eigentlich das, was man drücken sollte. Aber so ärgert man natürlich den Spieler. Und hier haben wir direkt die Geisterbinden und die Geheimzone. Und damit ist die Medaille komplett. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man das jetzt... Das war für den Weg in der Mitte, okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall noch mehr zu tun, das wollte ich damit sagen. Bin mir nicht ganz sicher, weil ist ja jeder Geist ist ja in eine andere Welt gegangen. Ob man die jetzt irgendwie einsammeln musste, weil... das ist eine Fähigkeit. Das ist eigentlich eine Fähigkeit, deswegen frage ich mich, ob das einfach nur so jetzt offen ist, ob man das überhaupt macht oder... Ich werde auf jeden Fall dann noch gucken, wenn man die nämlich nicht einsammeln muss, dann mache ich es natürlich nicht, aber wenn es irgendwie was zu 100% zählt, dann mache ich es natürlich schon. Aber erstmal hier rein wieder und holen uns diese eine Schatztruhe. So, da sind wir wieder im Raum. Komm, Leben können wir mitnehmen, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Verliere ich eh bald wieder, wenn das Ding hier vorbei ist. Und hier jetzt einfach hier drauf und go. Okay, alles klar. Gut, noch schnell ans Ziel und dann können wir ja ins nächste Level gehen, würde ich mal sagen. Ich meine, wir kennen mal an sich ja schon und wir müssen uns auch nicht mehr um die eine Schatztruhe kümmern, weil die haben wir ja auch schon. Oh, da bin ich zu schnell eben aus dem... Den krieg ich noch. Da bin ich eben zu schnell aus dem Wasser gesprungen. Ich glaube, es soll einen nur erschrecken in dem Sinne, wenn ich mal so überlege. Und weiter geht's. Na... Schwimm, Kirby. Goldener Buddle hier. Theoretisch hätte ich die Schatztruhe mitnehmen können, im Sinne von, falls ich getroffen werde, fliegt die falsche zuerst raus oder so. Ich weiß nicht, wie das genau gezählt wird. Aber brauche ich nicht unbedingt, ja. Brauche ich ja nicht unbedingt. Und am Ziel. So schnell kann es gehen. Wenn man es halt weiß, gell? Vor allem. Hätte man sich gleich sparen können, aber gerade diese... Das ist halt manchmal wirklich typisch Kirby. Man hat halt zwei, drei Auswahlmöglichkeiten und wenn man halt das Falsche drückt, dann muss man halt nochmal rein, gell? Farbwechsel, Smaragd. Okay, also die ganzen Edelsteinfarben in dem Sinne. Können wir auch gleich mal wechseln, dann sind wir zum Glück mal nicht mehr in Schoko unterwegs. Das war rot. Wo haben wir denn hier? Nee, Smaragd war ja grün, gell? Ich muss ja gucken, weil die sind nur nach diesen Farbdingern... angelegt und nicht nach das hier. Hier ist grün. Das ist ein Markt. Okay. Das Marktfarben Kirby. Und dann geht es hier direkt ins nächste Level hier. Wieder drei Schatztruhen. Man sieht ja, so langsam wird es ja was mit den Schatztruhen hier. Bis wir alle haben.
Ich finde es irgendwie gut, dass in jedem Level jetzt ein neues Musikstück dabei ist. Bin ich ganz ehrlich. Oh. Das ist halt wirklich so eine Green Green Remix mit Space, gell? Könnte man so fast sagen. Mir geht ziemlich viel kaputt, wenn ich mal ehrlich bin. Vor allem geht hier ziemlich viel ab, was Gegnermengen angeht, wenn man so will. Dafür hätte ich jetzt Hammer gebraucht, oder? Gut, dass es zwar keine Schatztruhe war, aber trotzdem. Noch ist das Level ja relativ linear, gell? Na, er hat die Schlacht gewonnen. Ich sag ja, warte, du, ist mir über. So. Sieht aber schon ein bisschen speziell aus hier, wenn man es mal so will, ja. Also die Formen vom Level hier. Oh. Oh. Das war gemein. Also wenn wir den vermutlich dann auch noch brauchen. Komm mal her, du. Wirklich schwer ist er ja eigentlich auch nicht, gell? Her mit dir und weiter. Okay. Also man kann ja nur hier krabben. Okay, da unten ist die Schatztruhe. Wie komme ich da hin? Wieso geht der eigentlich nicht durch die Wand die ganze Zeit? Okay, dann müssen wir sogar einen Schalter drücken, um da nicht zurückzukommen, okay. Ja, das wird lustig. Bin ich ganz ehrlich. Wollte was sagen, der kann ja durch die Wand. Aber aus irgendeinem Grund stoßt er dann einfach direkt dran. Da hätten wir einen Schalter. Das wird auf jeden Fall jetzt lustig, hier die Schatztruhe zu kriegen. Dann halt doch hier lang oder was? Oder ist es einfach nur, dass man hier generell wieder außen rum gehen kann am Ende? Na gut, nee, das ist eigentlich das Ziel. Also das Ganze hier nur, damit man die eine Schatztruhe hier schnappt. Na. Ich krieg dieses schnelle Buddel nicht hin. Tap, 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 da, 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 dam, dam. Na, großer Waddle-Dee. Ich verstehe es nicht. Warte mal, ich guck mal nochmal kurz. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Also im Flug, gell? Also er muss sozusagen im Flug sein und... Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, okay, so ist es gedacht. Aber das heißt ja, dass wir den Schalter auch nach unten bringen können, gell? Okay, Weg ist frei. Man muss ja auch mal ein bisschen was tun für seine Schatztruhe, gell? Nicht einfach nur einsammeln und weiter geht's, gell? So. Na, das ist natürlich jetzt ganz doof. Warte mal, da war ich noch mal kurz. Wenn runterfallen hat mich jetzt... Köln tut so, als wäre ein Hund. Komm, geh wieder... Geh wieder zurück. Oder bist du nicht auf Zeit? Ich sag's euch, wenn ich jetzt losgehe und das Ding wieder zugeht, dann hau ich mich. Na gut, scheint wohl offen zu bleiben. Na gut, warum auch nicht, ja? Okay. Das war jetzt ein bisschen Arbeit für eine Schatztruhe, aber okay.
Mein darf ja auch mal sein. Ich denke mal, so gerade die letzten Schatztruhen werden vermutlich noch so ein bisschen speziell was machen. Ja, aber ich bin trotzdem kein Freund von Animal, bin ich ganz ehrlich. So. Eine Schatztruhe haben wir schon mal. Und hier ist wieder Eis, okay, und es geht nach unten. Wenn ich mir gerade so angucke. Aber nicht tief, okay. Trotzdem unten rumschwören, weil wenn es so tief geht, kann ja meistens was sein, gell? Oder vielleicht geht es nur so tief, weil es selbst aufgebaut ist. Hier ist ein extra Leben. Hier ist ein Fragezeichen. Fragezeichen Fähigkeit. Jede Menge schlafende Gegner. Und ansonsten sieht es nicht danach aus, wie groß was ist, gell? Nö, okay. Ich gehe eh davon aus, dass die Schatztruhe wieder an so einem speziellen Punkt versteckt sein dürfte. Je nach Fähigkeit. Komm, ich nehme mal wieder Schwert, würde ich sagen. Das schmeißen wir mal auch raus hier. Damit wir Platz haben. Wäre natürlich schön, wenn ja auch mal ein UFO wieder oder sowas vorkommt, weil normalerweise ist ja das Ganze ein bisschen prädestiniert dafür. Warum geht es so weit nach rechts? Okay, super. Hätte man sich eigentlich auch sparen können, gell? Aber gut, man weiß ja nie. Kann immer sein, dass da vielleicht irgendwo hinten eine Schatztruhe so versteckt ist oder eine Tür dafür. Jetzt kann man nämlich nicht drüber scrollen, bis man nämlich wirklich den Stern einnimmt, ja. Ich merke gerade, wir haben jetzt schon 18 Minuten. Brauchst du schon so lange für das Level hier? Scheinbar, gell? Das ist auch wirklich ein großes Level, wenn man so will. Oh, da haben wir ja UFO. Ey! Mich nicht anstoßen hier. So, und da haben wir jetzt ja die neue Fähigkeit bekommen. Achso, das ist vermutlich die neue Fähigkeit, dass hier so ein Ding drumherum ist, oder was? Warte mal. Ja, 5 hat einfach nur diesen Stern drum rumfliegen. Okay, alles klar. Also haben wir sozusagen UFO und sogar noch ein Schutzschild. Wobei ich natürlich schon frage, ob hier ob das hier auch so ist wie bei allen anderen Kirby-Games, dass halt hier die UFO-Fähigkeit verschwindet, wenn man hier... Ja, also mit dem Stern ist gut. Dass man halt hier die Fähigkeit verliert, nachdem man halt zum Finale geht. Ja, man könnte sich echt dran gewöhnen, dass man ständig halt hier was kaputt machen kann. Vor allem die Gegner können einem auch jetzt nicht so leicht treffen, gell? Außer sie setzen vielleicht Fähigkeiten ein, gell? So, wenn ich mich nicht täusche, war UFO auch so, dass man hier solche... Also wir machen den Typ erstmal kaputt unten. Dass man mit aufgeladenem Schuss hier durchkommt. Ja, alles klar. War sogar gedacht dafür. Zweite Schatztruhe, sehr schön. Nehmen wir auch noch mit hier für Leben. Dann geht es ja nur noch darum, dass wir zu unserem letzten Gemeinen hingehen. Aber man merkt schon, das Level ist wirklich im Vergleich größer als die anderen. Ich hätte mal vor, jedes Level wäre so groß gewesen, hätte man auf jeden Fall mehr vom Spiel gehabt. Ja? Okay, gegen ihn müssen wir kämpfen. Wie das aussieht. Hier kommen ständig UFOs her. Oh. Also hier hat man schon einen gewissen Vorteil, wenn man das UFO ist, gell? Ich will auch landen. So, alles klar. Ja gut, dann hat es ja doch gepasst. Also ein langes Level, aber trotzdem haben wir dann zum Glück alles gefunden. Und Schluss. Sehr schön. Ja gut, doch nicht bis zum Finale gekommen, aber klar, wenn halt die Level da ein bisschen länger sind, dann sind sie natürlich länger. Yay! Okay, Kohlefarbe gefunden und die letzte Energie. Damit haben wir dann auch jetzt unser letztes Herzteil hier bekommen. Heißt, ich darf mich noch einmal treffen lassen, einfach so, gell? Okay. Und jetzt geht's da direkt zum Finale und da gibt es 2 Schatztruhen. Okay, so ist es halt natürlich gedacht, aber das kommt dann erst im nächsten Part oder für mich persönlich erst wirklich nächste Woche. Muss ich mich selber noch ein bisschen gedulden.
Und ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt das Level-Spiel ja auch durchspiele, dass ich dann nicht sofort das Game dann beendet habe, weil es gibt ja auch noch ein Fragezeichen, was man noch freischaltet im Hauptmenü, dass man da dann vielleicht noch irgendwas extra hat. Aber das muss ich dann nochmal sehen, was es ist. Wenn es halt nur so eine Kleinigkeit ist, dann passt ja. Minispiele kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen dann. Aber dass ich dann halt dann zumindest sagen kann, dass ich das Spiel auch wieder 100% gespielt habe. Das möchte ich damit sagen. Ja. Aber gut, dann ja. Und übrigens sehe ich gerade, die UFO-Fähigkeit können wir jetzt sogar wirklich behalten. Aber nicht mehr, weil ich ja danach eh den Part beende. Also die Gaming-Session beende, das meine ich damit. Das ist dann weg, das UFO. Aber gut, ja. Dann komme ich mal zum Ende hier, gell? Dann hoffe ich, hat der Papi gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby Mouse Attack sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folgen verpasst, genau. Und nicht vergessen, dass ich immer Freitag und Samstag auf Twitch streame, immer ab 18 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns zum Finale vom Spiel im nächsten Part, gell? Ciao, ciao.